Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Folge Infamous Second Son. Das letzte Mal haben wir gegen komische Engel gekämpft, was auch immer das jetzt zu bedeuten hat, aber das werden wir wahrscheinlich in dieser Folge hoffentlich feststellen, wie und wie das irgendwie zusammenhängen muss. Es musste zusammenhängen. Ich werde jetzt hier nochmal das Zeug aufsammeln. Und dann möchte ich eigentlich... Oder sollen wir die Laserwaffen weiter ausbauen? Ach komm, bauen wir die Laserwaffen aus. Da habe ich eigentlich auch kein Problem mit. Eigentlich wollte ich ein bisschen mehr Rauch machen. Aber ich bin auch sehr zufrieden. So, jetzt sind wir sogar Bioterrorist. Jetzt können wir hier vielleicht richtig coolen Scheiß upgraden. 8 Scherben benötigt für was? Wow, dafür braucht man 8 Scherben. Das ist aber eine Menge. Mit die Neon-Kapazität um 20%. Ich glaube, da investiere ich aber mal eine Scherbe drin. Ansonsten warte ich erstmal. Wir können natürlich jetzt ein bisschen grinden und die ganze Scheiße hier einsammeln. Aber da habe ich gerade wenig Lust zu. Wir machen jetzt eine Story-Mission, weil ich will unbedingt wissen, was mit diesen komischen Engeln auf sich hat. Wieso sind hier Engel? Also wird das jetzt irgendwie religiös hier oder war das nur irgendwie eine Kraft von einem? Ich denke mal, das werden wir feststellen jetzt. Hier müssen wir hier rein oder wieder oben drauf. Ich gehe erstmal hier rein. Oh, guck mal, hier steht, liegt so ein Ding rum. Ich muss mal eine Scherbe rausziehen. Das fühlt sich gut an. 3 Scherben, 11 Upgrades. Und dann... Warte mal, hier hoch, doch? Ah, nee, doch, hier vorne hin. Zack. Reggie auf der Flucht. Werden wir sehen. Ich bin echt gespannt. Ich möchte wissen, was mit den Engeln ist. Wenn ich sowas anhätte, würde ich es schnellstens loswerden wollen, weil... Also, weil sie potthässlich sind. Und weil sie förmlich schreien, greif mich an. Ich bin ein potenzieller Bioterrorist. Also braucht man einen ruhigen Ort, um sich umzuziehen. Mit einer verschließbaren Tür. Und einer Sitzgelegenheit. Ein Dixie-Klo wäre perfekt. 2 Fliegen mit einer Da wollen wir mal sehen, ob der da drin sitzt. Ja, jetzt versucht. Ach so, Lolle, wir müssen jetzt die Dixie-Klos durchsuchen. Super. Mobbing? Nein. Die Dinger sind echt so eklig. Jeder, der mal auf dem Festival war, weiß, was ich meine. Kein weiterer Kommentar. Mach's auf. Alter, das ist bestimmt im letzten. Im letzten Klo ist er denn drin. Okay. Ich muss sagen, aber ich mag den Humor des Spiels. Er ist nicht so extrem aufgezwungen. Er ist ein bisschen unterschwellig. Aber immer noch gut. So, hier drüben, das muss es sein. Am Restaurant. So stehen ja eigentlich so viele Dixie-Klos, ey. Kann sich keine normalen Toiletten... Naja. Also der Typ in seinem Klo kriegt das jetzt ja auch überhaupt nicht mit, dass hier voll rumgeschossen wird. Jetzt zieh dich. Alter, hab ich den mitgenommen? Ja. Ja, guck mal. Gucken, wetten, das letzte hier, das ist es. Oh. Dann muss es ja das hier sein, oder er ist hier gar nicht drin. Ah, das letzte. Hey, ich bin nicht vom DUP. Oder ein Spinner, der rumläuft und besetzte Dixie-Klos aufreißt. Ey, wieso machst du die Kamera so behindert? Ja, ich hab ihn zuerst gesehen. Hä? Wo muss ich überhaupt lang? Diese Engel sind schnell. Ich hab überhaupt nichts gesehen wegen der verkackten Kamera. Haut er jetzt mit dem ab, oder was? Ja, ich hab Telefon. Mach hey, ihn mal an. Ich bin im Lantern District. Bist du noch hier? Ja, wird auch Zeit, dass du kommst. Was ist hier los? Ich lasse dich ein paar Stunden allein und plötzlich stürzen sich Engel auf die Menschen. Muss mit dem Conduit zu tun haben, den wir suchen. Ich habe einen Haufen DUP-Häftlinge befreit. Ich glaube, einer ist unser Mann. Mein Glück, dass der große Bruder da ist. Flüchtige finden ist mein Job. Na, dann halte Ausschau nach jemanden in einer schwarz-gelben Weste. Auf dem Hing-Hei-Market lag so eine. Wohl sauschwer auszuziehen. Überall Schlösser. Mensch, Brüderchen. Du wirst noch ein echter Personenjäger. Wenn wir zurück sind, kannst du mein Deputy werden. Dann hättest du auch mal einen Job. Oh, nein, danke. Ein Cop in der Familie ist peinlich genug. So, was müssen wir machen? Suchen Sie im Lantern District nach weiteren geflohenen Conduits. Okay. Und wie macht man das? Einfach hier rumlaufen? Alles auseinandernehmen? Fangen wir hinten an. Was dagegen, wenn ich mich anschließe? Oh. Suchen Sie auf der Baustelle nach weiteren geflogenen Conduits. Okay, das ist da hinten. Das war ganz schön weit jetzt, oder?
Warte mal. Da hinten? Really? Ist ja am Arsch der Welt. Keine Ahnung, wie das jetzt zusammenhängt. Aber das Spiel würde schon wissen. Ich hab's nicht verstanden. Ich sollte jetzt eigentlich nach dem suchen und dann hat nur jemand gesagt an der Baustelle. Hätte sich das mit dem Suchen eigentlich auch sparen können, sondern gleich mich zur Baustelle schicken können. Aber nein. Naja, schieß auf mich. Was ich mich auch immer frage, weißt du, auch wenn er Superkräfte hat, heißt es ja nicht, dass ein Gewehr oder so, was er von Gegnern aufnehmen könnte, nicht trotzdem gut sein könnte im Kampf. Ich finde es immer schade, dass man das dann nicht auch noch zusätzlich mitnehmen kann. Ich meine, so ein Held wie Deadpool, der macht das ja auch. Du bist eine Schande für die Menschheit. Was soll er jetzt hier machen? Da oben? Oh mein Gott. Ich mache keinen Quatsch. Ich bin genial. Ich mache keinen Quatsch. Oh Gott. Hey, du da oben. Ich mach dir einen Vorschlag. Wir setzen die Jagd auf den Boden fort. Kommt sie nicht näher. Nein. Nicht springen. Oh Gott, nach der ganzen Kletterei. Verdammter Engel, lass ihn doch fallen. Vielleicht hätte ich ihm noch was erzählen können. Ich habe ihn getroffen. Wieso verschwindet er nicht wie die anderen? Oh fuck. Boah, guck mal, was da auf der Karte abgeht. Scheiß die Wand, dann weg hier. Irgendwo da oben in der Luft. Da oben. Es ruft mich wieder jemand an! Wie läuft's denn so, Deputy? Der Schöpfer der Engel nervt mich echt. Die schnappen sich alle Conduits und ich komme nicht nach. Und? Alles beim Alten? Und als wären die Engel nicht schon schlimm genug? Macht auch noch so eine fiese Gangjagd auf die Westenträger. Ja, das sind Akulas. Eine fiese Schlägerbande, die im International District ihr Unwesen treibt. Halte dich von denen fern. Fernhalten? Die habe ich Conduit-mäßig aufgemischt. Wow, wow, ruhig. Du brauchst jetzt einen Kopf, Brüderchen. Hör zu, komm zum Dixie-Klo am Hinghay Market. Ich habe da eine irre Idee. Okay, wir treffen uns am Dixie. Hör mal, ich weiß ja nicht, was... Vertrau mir, ich bin ein Kopf. Das erwähnst du wohl ganz gerne mal, was? Geht's jetzt wieder zu den Dixie-Klos? Haben wohl doch noch eine wichtigere Bedeutung, als ich dachte. Ich rutsche hier wohl runter. Wurst, jetzt geht's dahin. Und dann treffen wir unseren Bruder am Dixie-Klo. Warum nicht am Jackenstand? Nein, am Dixie-Klo. Okay. Ich kommentiere das lieber da auch mal. Hier sind sogar drei Stück. Wo hat er sich versteckt? Schick. Was sagst du? Ich meine, war ein bisschen schwer anzuziehen. Besonders da drin. Da war wohl jemand im Thai-Imbiss. Aber was sagst du? Oh. Jag mich. Du willst, dass ich dich jage? Ja, ja, ja. Jag mich, schieß auf mich. In meine Nähe. Meine Nähe. Und dann sehen wir, was passiert, wenn die Engel aufkreuzen. Ja, weil meine Trefferquote bei den Engeln auch so unglaublich hoch ist. Wenn sie dich schnappen, Mann, bringen sie dich sonst wohin. Ich weiß, okay, hör mal. Du verlierst doch immer dein Telefon und benutzt meins, um es zu finden. Und? Und wir haben eine GPS-Verbindung. Du bist also ein großes, laufendes Ortungsgerät. Okay. Gut, aber alles muss aussehen wie echt, okay? Nicht zu echt. Nur echt genug, um die Engel zu täuschen. Kapiert? Ein Treffer in die Stirn würde echt nein, aussehen. Nein, nein, nicht... Bau einfach keinen Scheiß. Nicht schlecht. Oh, und ob ich ein Arsch sein werde. Täuschen sie vor, Regi zu jagen, um meinen Engel anzulocken. Und da freut er sich bestimmt, dass wir die Zivilisten abgeknallt haben. Hey! Was hab ich dir gesagt? Ich hab ihn getroffen, am Fuß. Ich ergebe mich niemals! Ja, das sieht doch so aus. Ich bin ein Bioterrorist! Ich fresse Kinder und Kätzchen! Bitte, Conduits tun sowas gar nicht. Was muss ich jetzt hier machen? Einfach hinter ihm herlaufen, okay. Ich habe ihn sogar eingeholt. Ich ramse ihn von hinten und schiebe ihn noch an. Roar! Welt, spüre mein...
meine Kräfte! Verneige dich vor mir! Ihr müsst euch nicht verneigen, echt. Flieh den Furcht, Sterbliche! Was er da macht, ey. Schmelz euch die Gesichter mit dem kleinen Finger weg! Und Kopf sind Bettmesser. Du stehst im Weg. Oh, da kommt der Engel. Hey, verfolge mein Handy! Und sei kein Arsch! Ah, ich versuch's. Hoch! Hoch! Hey, geht's auch langsamer? Ist mein erster Flug mit einem Engel. Aua! Was hat mich da von hinten denn angefrickelt? Wo will er überhaupt hin, ey? Boah, was hier abgeht. Oh, die Bar war ja cool mit dem japanischen Zeichen. Ich will nur wissen, ob du weißt, wo du hinfliegst. Ich meine, wir könnten auch anhalten und nach dem Weg fragen. Kein Problem. Wo ist er denn jetzt? Da. Ich habe ihn viel höher vermutet. Aua! Ja, lasst mich in Ruhe. Au. Ich nehme meine Neonkräfte mit. Beeil dich. Ah, guck mal, da oben sammeln sie sich. Den gehen wir doch einfach mal hier hoch. Mal gucken, was die Engel jetzt hier zu suchen haben, ey. Ich hoffe, das geht echt nicht in die religiöse Richtung, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Aua. Video-Engel. Damit hätte ich rechnen sollen. Also ich muss die Fernseher zerstören oder was? Wieso kann ich die von hier aus nicht zerstören und sich verarschen? Na, dann rennen wir halt hier runter. Boah. Schieß doch. Ja, genau. Kommt nur. Ich mach euch alle fertig. So viele verdammten scheiß Neonkräfte habe ich gar nicht. Jetzt schieß nicht auf die Engel. Schieß auf die Videobildschirme. Ach, echt? Ich hab keine Kräfte mehr. Ich brauch nur einen Neon. Irgendwie wird das davon abgelenkt. Aber den kann ich zerstören. Leute, jetzt kommen hier. Was kommt da denn raus? Lagert ihr da eure heiligen Scheine? Genau! Schieß weiter auf den Bildschirm! Ich glaube, das tut den weh! Dabei! Aua. Ich glaube, die schützen die. Dafür brenne ich in der. Boah, was brennt mich hier so weg? Verdammte Kacke! Ah. Oh, ich hab. Verdammt, ich hab keine Neonkräfte mehr. Geh mit aber zu diesen Neonwürfeln, da müsste eigentlich noch genug drin stecken. Die schützen die, ah, okay. Boah, ist hier ein Gewusel los. Oder schützt das aber schnell wieder. So. Wenn man zu einem Würfel neue Kräfte sammeln. Meine Fresse. Aber ich wusste doch, dass das nicht eher religiös wird. Also ich hab's nur gehofft. Und es wird's auch nicht. Es wird eher Videospiel religiös. Wenn man das so sehen kann. Aua. Der Laserstrahl von oben ist er hart. Oh, was ein Augenkrebs! Weg. Neue Kräfte. Du unterbrichst mich dabei, was? Wie viele sind es eigentlich noch? Ich glaube, es ist sogar nur noch der eine. Ausweichen kurz.
So, sind alle kaputt, oder nicht? Ne, der hier noch. Jetzt aber. Ja, Werbung fand ich schon eh immer doof. So. Wo steckt Reggie denn jetzt? So blöde Idee. Was zum Teufel? Das muss ich dir echt lassen, großer Bruder. Du machst dich toll als Köder. Was? Es hat doch funktioniert. Wir haben die Höhle des Engelkonduits gefunden und schalten ihn aus. Also, kommst du mit oder was? Ich werde diesen Mist ausziehen. Und dann werde ich mich in den Schlaf heulen. Da unten muss ein Haufen seltsamer, stachliger Viecher sein. Und das, Bruder, ist dein Ding. Oh mein Gott. Sei doch nicht gleich eingeschnappt. Es war doch dein Plan. Tja, auf geht's in die Höhle des Löwen, ne? Oh, die Mission ist sogar abgeschlossen. Nice. Machen wir auch gleich die nächste, was nämlich schon vor meinem Gesicht ist. Aber vorher nehme ich noch ein bisschen Neonkräfte mit. Wer weiß, ob wir die nicht vielleicht brauchen können. Na, ja, saug. Wieso willst du nicht? Hier oben sind überall Schilder. Und Markierungen. Jetzt gehen wir hier vorne hin zu den Würfeln. Weil man kann fernsehen. Nee, kann man nicht. Keine Ahnung. Fragt mich nicht, wozu das gut war. Ich gehe jetzt hier runter. Hey, Dalton. Eugene, danke für deine Hilfe. Ich habe das Conduit-Versteck entdeckt und gehe jetzt rein. Keine gute Idee. Quatsch, der Typ ist ein Conduit und kämpft nicht mal selbst. Wie schwer kann das sein? Nein, im Ernst, geh da nicht rein. Gut, ich melde mich, wenn's vorbei ist. Ich hätte das sehr. Okay, es wird Zeit für ein paar neue Tricks. Okay, hier werden also die Engel gemacht. Hallo? Jemand zu Hause? Nein, sieht fast aus wie bei mir. Paar Bildschirme. Jede Menge Westen, aber keine Westenträger. Was hat er mit ihnen gemacht? Paar Server. Paar Arcade Games, ja. Fast wie bei mir zu Hause. Aua. Okay. Ganz was man von außen. Wow. Okay. Okay, jetzt sind wir im Videospiel des Videospiels. Kann das sein? Okay. Größer als erhofft. Ich bin der, der hier wohnt. Und du ich bist bin hier der, der wohnt. Wie geil. Niemand dringt hier in dein Reich ein, okay? Ich will nur etwas von deinen Kräften. Aber er macht überhaupt kein Damage. Oh Gott, was schießt der? Aber man kann sich immer gut in der Sonne. Oh, die geht kaputt! Ich wollte schon sagen, kann ich jetzt hier eine Stunde hinter dem Ding parken? Oh, was jetzt? Was geht jetzt? Ich muss da wieder rein! Suchen Sie nach dem gefährlichen Konduit im Keller. Okay, ist es jetzt so ein gestaffelter Kampf? Oh, guck mal, was der für ein schickes Schwert hier rumliegen hat. Was ist das? Cooles Poster. Waste Town. Ja, wohl das Licht kommt. Ist das Outlet? Sieht aber echt gemütlich aus hier. So, wo geht's weiter? Wir müssen in den Keller. Geht's jetzt hier runter? Nö. Ah, guck mal, jetzt muss ich hier hingehen. Ich hab die Westen unten in deinem Reichsgebäude gesehen. Wolltest du da die Geiseln, die deine geflügelten Affen für dich entführen? Ich biete meinen Gästen Erlösung. Oh. Ja, dachte ich mir. Lava. Hast recht. Geht mich nichts an. Ich will nur die Kräfte. Brauch neue Kräfte. Ich kann nicht mehr ewig rumschießen. Ich bin gleich leer. Ich bin leer.
Großen und Ganzen. Wo kriege ich jetzt neues Neon her? Vorhin waren hier doch irgendwie so ein Pylon. Da ist ein Pylon. Ah, zu weit! Ich brenne! Da ist der Pylon. Ja, mach hin, mach hin, mach hin, mach hin. Wenigstens ist er so fair und lässt mich das auch ziehen, ne? Oh. Voll ins Gesicht. Nicht mehr so einfach ohne Lakai, der mit mir davon fliegt. Was? Es sei denn, du lässt man muss auf die komischen Engel schießen, die dann wegfliegen. Oh Gott, hier verändert sich alles. Oh, das geht runter! Aus der Lava, Delsin, sofort! Ja, 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 ja! Ach Gott, Stress, jetzt fahr doch da hoch! Im Flug! Okay, jetzt soll ich vielleicht hier weg. Aua! Verdammt! Hier gehört ein Warnschild hin! Warnschild. Du bist auch bescheuert. Ah, warte, au, au, au! Ich will doch nur meine verdammten Kräfte aufladen. Ich dachte, du bist fair. Ist das Ding jetzt noch da? Ja. Go, 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 go. Neck, weg, weg. Boah. Autsch. Er grillt mich. Boah, jetzt die ganzen Engel abschießen. Oh, die fliegen überall kreuz und quer. Ich erinnere mich hier so ein bisschen an Actraiser mit den ganzen Engeln. Oh, oh, sowieso. Oh Gott, die ganze Kacke geht schon wieder nach unten. Da hätte ich drauf achten müssen. Fuck my life! So, da vorne ist ein Pylon. Da will ich hin. Ich hab genug von dieser Lava. Ja, ja. Stell dich mal nicht so an. Wir kriegen das schon hin. Nein, 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 nein. Jetzt. Guck mich nur an, dann. Oh. Oh, der pömpelt hier gerade alles weg. Oh nein, es geht wieder raus. Und direkt zurück ins Gefängnis. Ich gehe nicht ohne das, weswegen ich hier bin. Ja, ach so, wir müssen zu dem Bildschirm, kann das sein? Weil jedes Mal ist so ein Bildschirm dann kaputt gegangen. Hier waren wir schon. Hier ist kein Bildschirm. Ah, jetzt geht's hier runter. Was ist der nächste Bildschirm? Die nächste Stage? Ich bin deine Gegenwart leid. Guck, der verstellt doch so seine Stimme. Das ist hundertprozentig der Fan. Deine fliegenden Nannies können dich nicht ewig schützen, Kumpel. Aua, aua, aua. Du zögerst es nur hinaus. Aber ganz schön episch. Kann man nicht meckern. Wieso kriegt er eigentlich gerade kein Damage? Au. Der kriegt kein Damage, der Sack. Ah, warte mal. Hahaha. Ha, ha. Die können dich nicht ewig schützen. Also. Oh, beweg dich mal. Beweg dich, beweg dich! Deswegen kriegt er keinen Damage, ey. Kann ich ja ewig schießen können. Wir müssen einen neuen Pylon suchen. Hier hinten ist einer. Ist ganz schön weit. Jump! Warum muss man immer mit den Neonkräften gegen die Bosse kämpfen, ey? Oh, der ging daneben. Oh, was macht er denn jetzt hier für ein Geböller? Oh, weg, 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 weg. Oh, wir voll in die Lava rein. Oh, das war vielleicht mein Tod. Nee, doch nicht, glücklicherweise.
Und jetzt fliegt er wieder weg mit den ganzen Engeln. Fuck, fuck, fuck. Ich stehe in der scheiß Position. Oh, er materialisiert sich dann nochmal. Aber warte, oh, ich wollte den Pylon noch holen, aber das ist keine gute Idee. Jetzt den Pylon. Und jetzt hat er auch wieder seine dummen Engel, die ihn schützen. Jetzt aber. Einen habe ich noch. Er hat mir aber auch eingegeben mit seiner komischen Rakete. Oh, der Strahl weg. Na jetzt. Jetzt hat er wieder zu ganz vielen Engeln. Ich habe keine Kraft mehr, fuck! Das war ein dummer Zeitpunkt. Das war ein richtig dummer Zeitpunkt. Er geht da hoch! Delzen! Boah, wie viele Engel da jetzt sind. Habt ihr das gesehen? Boah, was? Vielleicht noch mehr Engel, die den beschützen? Langsam gehst du mir echt auf den Geist, ey. Reicht das? Nee. Einer ist der, glaube ich, noch. Oder nee, ich glaube, ich krieg damit schon. Warte mal, warte mal. Jetzt lade ich nämlich erst auf, bevor der wieder gleich in die Engel zerspringt und ich keine Kraft mehr habe. Hoch. Hoch. Warte mal, wo ist noch ein Pylon? Ich habe keine Ahnung, ich muss nach oben. Ah, guck mal, wenigstens sind die Lavasprüche jetzt mittlerweile auch ausgegangen. Ey, da ist nur so ein Pylon, der ist aber nicht aktiv. Muss ich da mir erst meine Waffen verschießen? Oh Gott, das scheiße. Oh Gott. Jetzt habe ich nämlich schon wieder keine Kräfte mehr. Ein Schuss vielleicht noch. Hier geht's hoch. Er hat noch so ein Fitzel Energie, ey. Wow! Der war gemein. Aber wenn ich hier als Boss programmieren würde, würde ich keine Pylonen reinstellen. Der wäre nämlich unschaffbar. Jetzt stirb, 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 stirb. Mann, ne? Nur mal kurz. Wieso stirbst du nicht? Wieso stirbst du nicht? Wieso stirbst du nicht? Ausweichen. 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 Oh, jetzt muss ich Rauch entziehen oder was? Aua! Wow, ey. In der Schule habe ich versucht, dazuzugehören, im Hintergrund zu bleiben, zu verschwinden. Aber die Schläger fanden mich trotzdem. Das tun sie immer. Der einzige Ort, an dem ich mich geborgen fühlte, war in Heaven's Hellfire. In diesem Spiel machte ich die Regeln. Ich konnte Engel beschwören, um die Opfer zu schützen, und Dämonen, um die Schläger zu bestrafen. Aber die reale Welt, die konnte ich nicht kontrollieren. Zuerst habe ich sie einfach ignoriert. Bis zu diesem einen Tag, als sie es zu weit trieben. Als das DUP kam, sagten sie, sie würden mich zu einer neuen Schule bringen. Für Leute, die wie ich sind. Anders.
6 Jahre lang schlossen sie mich an ihre Maschinen an. Ließ sie mich beschwören und hörte immer auf, bevor sie mich retten konnten. Dann dieser Unfall. Das war meine Chance, um endlich völlig zu verschwinden. Wo mich niemand findet oder verletzt. Aber dann sah ich, wie sie mehr Leute zusammentrieben, die anders waren. Ich wusste, was sie ihnen antun würde und ich wusste, wir müssen sie aufhalten. Das kann man nachvollziehen, wa? Delson! Delson? Okay, das nervt langsam. Das klang nach Ärger, also bin ich hergerannt. Ja, alles okay? Ja, alles klar. Danke, Mann. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Oh, doch, das habe ich ja. Da wir gerade dabei sind, du wirst nicht glauben, was ich jetzt kann. Wenn ich erst einmal weiß, was ich überhaupt kann. Jedenfalls hast du einen Kidnapper aus dem Verkehr gezogen. Wow, Mann. Nicht Kidnapper. Er ist mehr wie ein Retter. Datsun, hör mal zu. Er hat verdächtige Conduits von der Straße geholt. Ja. Gegen ihren Willen. Das ist Kidnapping. Okay, lauf nicht weg. Erstmal danke, dass du Conduits gesagt hast. Und zweitens, warum bist du so ein Arsch? Na, fein. Wir müssen nicht einer Meinung sein. Aber wir wissen beide, dass es besser ist, wenn er im Käfig sitzt. Das heißt, weißt du schon, man kann sich das eh angucken. Erlösen wäre... Helfen Sie ihm dabei, seinen Mut zu finden und gemeinsam hilflose Opfer zu retten. Okay, und was ist das andere? Nehmen Sie ihm seine Angst vor dem bösen Jungs, indem Sie ihm zeigen, wie stark er wirklich ist. Wir sind die böse Seite. Wir haben die Kekse. Hey, warte mal eine Sekunde. Kann ich mal mit dir reden? Ich dachte, du bist auf der Seite des Rechts und würdest Leute nicht einfach ohne Prozess wegsperren. Hey, normalerweise wäre ich das auch. Ach so, das zählt also einfach nicht mehr, wann immer es dir gerade in den Kram passt, ist es das? Schnapp dir doch eine rote Perücke und einen Trenchcoat, dann nenne ich dich Augustin. Vielleicht nächstes Halloween. Cool, gut. Gameboy da drüben und ich werden uns mal unterhalten. Von Conduit zu Conduit. Keine Normalos erlaubt. Gut. Ich bin draußen. Wenn du mich brauchst, okay? Oh, und danke für deine Hilfe. Sonst hätte ich es nicht geschafft. Oh, doch, das habe ich. Ich weiß. War schon beim ersten Mal nicht lustig. Er ist schon ein bisschen Arsch. Hey, Eugene. Mein Bruder, was meinst du? Wollen wir zwei wie echte Conduits durch die Stadt ziehen? Du zeigst mir ein paar Videotricks, ich zeig dir, wie man bei Mädchen landet. Und wir zeigen allen, was wir drauf haben. Also, ich würde gerne die Russen suchen, die die potenziellen Conduits bedroht haben, und zur Abwechslung mal die fertig machen. Alter, du bist ja ein Partylöwe. Dann machen wir das, okay? Okay. Wir erheben uns. Und bringen ihn bei, uns zu akzeptieren. Selbst wenn es sie umbringt. Ja, werden wir das tun? Werden wir das tun? Mal gucken, ist das jetzt... Ich will nur ganz kurz noch mal wenigstens die neue Kraft ausprobieren. Das lasse ich mir nicht nehmen. Abgeschlossen. Schauen wir uns das neue Arsenal an. Was ist denn das jetzt? Ein guter Anfang. Hä? Was kann ich denn jetzt machen? Muss ich da aus dem Bildschirm die rausholen oder was? Nein, nein, so wird das nichts. Funktioniert der Spaß? Jetzt wird's ein bisschen gruselig. Nee, hier kann ich nur Neon entziehen. Hat die aus dem Bildschirm beschworen? Okay, Brüderchen. Ich hab dir ein neues Kernrelais geschickt. Reggie, Mann, ich brauch dich. Meine ganzen Kräfte sind weg. Nichts Neues von Eugene und die alten Sachen funktionieren auch nicht. Was? Bleib, wo du bist. Ich komm hin. Nein, hier sind wir viel zu ungeschützt. Laut GPS ist ein paar Blocks von hier eine kleine Gasse. Verstanden. Wir treffen uns dort. Deswegen geht das nicht. Und ich dachte, ich wäre so bescheuert, die neue Kraft zu starten. Naja, das machen wir dann aber, denke ich, beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es war eine ziemlich coole Runde.
Der Fan. War das jetzt überhaupt der Fan? Ich habe auf den Namen nicht geachtet, aber ich meine schon, ja. Ja, er kommt, denke ich, hin, ja. Ja, ich fand es auf jeden Fall relativ cool. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu der Story haltet. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Fall von Infamous Second Son.